Moin moin und hallo. Heute soll es mal um so ein Gerät gehen. Das ist nämlich ein Bedienelement einer Brötchenheizung. In unserem Fall ist es ein Bedienelement für einen Brennwertheizkessel. Modell WGB-K20. Es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, dieses Gerät, aber es funktioniert noch ausgezeichnet. Wir können jetzt in den Upgrade-Modus gehen. Wir nehmen das Ding und klappen es einfach nach unten, von oben. So. Und da haben wir noch mehr Stuff. Hier können wir jetzt noch mehr uns anschauen, was hier so abgehen kann. Haben wir das Programmdurchlauffreundchen hier. Lass uns einmal nach oben gehen. Na, ihr müsst immer die Tasten dann reindrücken. Und dann fangen wir mit 1 an. Nach oben, Hick, es wäre erstmal die Uhrzeit. So, nächster Reiter. Number 2. Datum. 7. Juli. Schauen wir hin. 7. ist korrekt. Wenn jetzt nicht der 7. sein sollte, können wir auch um 8. gehen oder wo auch immer hin. Ihr könnt natürlich auch weiter scrollen und dann dieses Datum verändern. Auch ein Datum ist ja wichtig, damit er weiß, was er da zu tun hat. Welches Jahr? Wir haben 2021, wo dieses Video aufgenommen worden ist. Wenn ihr dann fertig seid, geht hier der Klappe wieder zu. Dann könnt ihr hier auf Info zurückgehen und habt jetzt gerade dann die gerade Informationen. 27 Grad Celsius sind es, 17 Uhr ist es und ich bin jetzt noch am Setup. Ich stelle es gleich wieder ein und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.